So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und Aufnahmesession von Resident Evil. Oh ja. Und in der letzten Folge und Aufnahmesession haben wir uns den Weg geebnet, um weiterzukommen. Das heißt für uns, wir werden uns jetzt in den Garten begeben. Und werden da weiterschauen. Ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen. Ich habe jetzt länger schon nicht gespielt. Ist ja nicht so, dass ich das Spiel schon 1000 Mal aufgenommen hätte und mittlerweile die Wege wissen müsste. Aber ich gucke trotzdem noch mal ganz kurz, wie wir jetzt am schnellsten dahin kommen. Ich glaube, hier lang sollte aber schon richtig sein. Boah, ich bin verwirrt. Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Da ging's in den Garten. Hier ist ein Heilkraut. Das nehmen wir uns auf jeden Fall vorsichtshalber mal mit. Wie war das denn noch? Aber hierum ist falsch. So viel weiß ich schon mal. Gut, so kriegen wir die Zeit in Resident Evil natürlich auch immer um, indem wir dann falsche Wege gehen, weil ich wieder vergessen habe, wo es lang geht. Aber okay, ihr seid es ja mittlerweile nicht anders gewohnt. So. Ach, wir waren sogar schon richtig. Wir müssen ja hier lang. Da könnt ihr mal sehen, Leute. Da könnt ihr mal sehen. Hier dürfte uns ja jetzt eigentlich nichts mehr erwarten. Und wir setzen ein. StarCrest. Oder Crease, oder wie das ausgesprochen wird. Ich weiß es leider nicht. Und wir equippen auf jeden Fall die Schrotflinte. Weil uns Hundis erwarten. Und die Hundis möchte ich auf jeden Fall mit der Schrotflinte vernichten. So. Da gehen wir noch nicht raus, weil wir nämlich jetzt erstmal hier das schöne Teil hier verschieben. Wenn Chris denn mitspielt. So, weil wir brauchen nämlich, wie wir da oben kurz gesehen haben, diese Kurbel. So, das sollte eigentlich schon reichen. Boah, Kollege! Ich frage mich echt, wie die Leute damals mit der Steuerung zurechtgekommen sind oder ob die sich stellenweise auch gedacht haben. Was zum Teufel? Da. Musst du dich ganz genau gerade davor stellen, bis dieser muskelbepackte Hubert hier mal die Sachen macht, die man von ihm verlangt. So, wir möchten die Crank auf jeden Fall mitnehmen. So, im Garten haben wir auch genug Zeug zur Heilung. Vielleicht nehmen wir uns noch ein grünes Kraut mit. Hundi? Kann auch sein, dass einer von der Seite kommt. Das ist mir nie aufgefallen, aber so betrachtet sieht die Schrotflinte irgendwie voll komisch aus, oder? Findet er nicht? Ja, irgendwie schon. Aber naja, gut. Die Hunde sind Geschichte, haben uns auch nur 5 Schüsse gekostet. Und dann können wir uns hier noch so ein grünes Kraut mitnehmen. Können die direkt miteinander kombinieren. Mittlerweile kennt er ja auch meine Spielart und Weise. Ich spiele ja schon ein bisschen vorsichtiger. So. Möchte ich mitnehmen, dann können wir die nämlich auch schon mal verbraten. So, und ich habe hier noch so einen ganz kleinen Tipp. Wen interessiert, wie es nach Resident Evil 1 weiterging? Den zweiten Teil könnt ihr ja bei mir sehen. Dann jetzt direkt im Anschluss hier zum ersten. Aber wer wissen möchte, wie das Ganze weitergeht nach Resident Evil 2, der kann ruhig mal beim guten Kageyoshi LP vorbeischauen. Der macht nämlich gerade zurzeit ein sehr unterhaltsames Let's Play von Resident Evil 3 Nemesis. Wie ich finde. Allerdings nur was für Leute, die auf ziemlich abgestumpften, tiefen, schwarzen Humor stehen. Also wer damit kein Problem hat, kann gerne mal bei ihm vorbeischauen.
ein wirklich gelungenes LP, wie ich finde. Und Resident Evil 3 ist auch sowieso ein sehr geiles Spiel. Ihr wisst, ich hatte das auch mal als Projekt. Allerdings hatte ich richtig Probleme mit dem Aufnehmen. Und deswegen konnte ich das leider nicht weiterführen. The water is running down the opposite side. Ja, das wissen wir jetzt schon. Aber Resident Evil 3 wird bestimmt auch noch auf meinem Kanal erscheinen. Aber wie gesagt, hiernach kümmern wir uns erstmal um Resident Evil 2 mit der guten Claire und dann schauen wir mal. Vielleicht werde ich dann auch Resident Evil erstmal wieder so ein bisschen ruhen lassen, bis ich mit Resident Evil 3 anfange und werde mich einer anderen Survival-Horror-Reihe widmen. Welche das sein wird, ist hier aber noch nicht verraten, falls ihr es selber noch nicht wisst. Ich hatte das ja irgendwann mal aufgeschrieben in meiner Liste. Warum sind hier eigentlich so viele von den Kötern? Alter Schwede. Jetzt haben wir noch 2 Schuss für die Schrotflinte. Boah, ich muss hier weg. Das macht gar keinen Sinn. Diese Drecksköter. Die ganze Aktion hätte ich mir eigentlich von Anfang an sparen können. So, vor allem, weil hier jetzt auch noch einer kommt. Auch 3? What the fuck? Warum sind hier so viele von den Misthöhlen? Alter. Ich habe es irgendwie nicht mehr in Erinnerung, dass da so viele waren. Und, ja. Wirklich klug angestellt haben wir uns jetzt gerade nicht. Liegt hier grünes Kraut? Nein, ich glaube nicht. Aber wir können direkt hier die gute Statue mitnehmen. Warte, ich bin mir nicht ganz sicher. Die muss hier lang, ne? Eine andere Möglichkeit gibt es zurzeit eh nicht. Der, wie ich finde, immer noch geilste Abschnitt im ganzen ersten Teil von Resident Evil, dieses Gartenhaus hier, finde ich wirklich sehr geil gemacht. Die Stimmung, die Musik, Atmosphäre und alles, das passt wirklich perfekt zusammen. So, das müssen wir hier über das kleine Löchlein schieben. Haben wir jetzt direkt schon mal verkackt! Oh Mann! Wenn ich jetzt das Teil hier nicht mehr rauskriege, ne? So, das heißt, wir müssen noch ein kleines Stück dahin. Steuerung, Steuerung, Steuerung. So. Jetzt aber. Jetzt kann uns dieses komische Ding da auch nicht mehr auf den Sack gehen. Dieser komische Pflanzenarm. Naja, auf jeden Fall, wie ich finde, die wirklich geilste, der geilste Abschnitt im ersten Teil, im Originalen. Im Remake finde ich die Stelle nicht so gut. Da finde ich, das haben sie da ein bisschen verhunzt. Meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ist das Remake trotzdem noch ein sehr gutes Spiel. Also für all die Nostalgiker, wozu ich mich ja auch zähle, war das wirklich eine Offenbarung, als das dann damals da rauskam. So, jetzt lass mich überlegen. Wir werden auf jeden Fall das mitnehmen. Das können wir erstmal wieder wegpacken. Die Schrotflinte auch. Die werden wir erstmal nicht gebrauchen. Das, was wir jetzt hier haben, sollte reichen. Hoffe ich auf jeden Fall. Ja, genau. Da wir aber kein Ink